Hallo Leute, schön, dass ihr heute wieder da seid. Ich bin gerade mit der Lotti in der Stadt, weil wir wollten zusammen so ein bisschen so ein Girly-Shopping machen, so back to school, weil die Schule beginnt jetzt bald wieder. Ob das so cool ist, weiß ich nicht. Ich hätte gerne wieder Sommerferien. Auf jeden Fall, Hefte und so haben wir schon, aber wir wollen auf jeden Fall so Girly-Stuff und so halt ein paar Outfits und ein paar Sachen noch für die Schule, dass es Motivation gibt, noch weiterzulernen, kaufen. Und da nehmen wir euch heute mit, nicht uns, aber wir sind auch dabei. Also, los geht's! Als allererstes treibt es uns zu ein paar hübschen Anziehsachen, die wir probieren wollen. So, wir befinden uns jetzt gerade in der Garderobe und wir haben viele Sachen gefunden. Also sehr viele Sachen. Ich glaube nicht, dass wir alles holen, aber ich möchte es auf jeden Fall alles probieren. Du auch? Ja. Let's go! So, es sieht hier so aus, aber das ist jetzt die erste Hose. Und was sagen wir? Ich finde sie... Ja. Sie ist cool, aber... Ja, das war's auch schon wieder. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, nein. Lotti? Was ist das? Oh mein Gott, Lotti, nein, das ist ein Not Keeping. Nein. Und was halten wir von meiner Hose? Ich bin komplett irritiert von meiner Hose. Aber deine? Ja. Ich finde sie cool. Sie aber ist sehr cool. Wir überlegen noch. Mal schauen. Nächsten Hosen. Also. Beginnen wir bei deiner. Die ist viel zu kurz. Ich weiß. Es gibt meine Größe nicht. Okay, was halten wir von meiner Hose? Ich mag sie eigentlich nur. Die ist richtig cool. Die ist echt cool. Keep. Also. Ja, ich nicht. Nicht Keep, aber wissen sie nicht unsere. Aber ich glaube, die ist ganz cool. Das ist schon mal so ein Favorit. Favorite. Next one. Pulli. Der ist so süß. Den nehme ich. Ich bin verliebt. Und dann finde ich noch diesen Trenchcoat mit dem Röckchen und den Schuhen. Ich glaube, das wird mein Top-Herbst-Outfit. Das Outfit passt auch gut mit meinen Schuhen, mit meinen Converse. Und ich liebe das Outfit einfach so. Okay, ich denke, wir haben ein paar nette Sachen gefunden. Weiter geht's. Ja, okay. Der Nächste, der sich dieses iPad ansieht, wird sich hoffentlich freuen über unsere Fotos. Wenn ihr sie entdeckt, macht einen Post. Okay, let's go. Lotti und ich wollen noch in einen anderen Laden gehen. Der steht eigentlich immer auf unserer Liste. Und sie haben auch immer etwas Neues dort. Dieses Mal ist es diese tolle Fotobox. Genau das Richtige für einen BFF-Tag. Schon vorbei? Ich hab Painting gesagt. Oh mein Gott, das erste Und wir finden noch andere Sachen für unsere Zimmer. Das Coolste ist aber, dass ich mit Lotti immer so viel Blödsinn machen kann. Genug geshoppt, wir haben uns eine kleine Pause verdient. So, jetzt wollten wir zum Starbucks gehen, kleine Trinkpause. Was willst du haben? Ich schau noch. Ich nehme wieder meinen Chai Latte Tee in kalt. Ich nehme entweder das oder den Cappuccino. Okay, wie du willst. Und dann wollten wir weiter zu Brandy gehen, weil Ilias Lieblingsstore. Und dann einfach dort nochmal schauen und dann, glaube ich, reicht es eh schon. Wir können schon nicht mehr. Let's
Bock? Ich habe echt Bock auf einen kalten Gelatte-Tee. Okay, da ist das Ziel. Nein, so schreibt man meinen Namen nicht. So, dann noch einen kleinen Sprung zu Brandy. Lotti findet noch ein süßes Top, aber man merkt, dass uns langsam, aber sicher die Puste ausgeht. Wir sind schon richtig müde. Früher mein Traumkoffer, also Rucksack, der auch gleichzeitig ein Koffer ist. Oh mein Gott. Das erinnert mich immer an so, also das war früher mein Lieblings. Den wollte ich immer haben. Auch noch in Lila und in der Ballettung drin drauf. Und jetzt würde ich mich über so eine Schultasche fahren. Die ist so cool. Aber wie cool. Tschüss. Wir sind jetzt echt schon müde und jetzt gibt's noch fein Sushi. Ich freue mich, also ich habe auch schon echt Hunger, aber wir haben echt coole Sachen gefunden, gell? Ja, ich freue mich, da schon alles anzuziehen und ein Haul zu machen. Genau, jetzt gibt's Essen. Schnell noch ein Selfie und dann wird gegessen. So, wir sind jetzt endlich im Auto und fahren jetzt schon nach Hause. Es war aber... Ja, wir sind so müde. Ich glaube, wir sehen noch echt müde aus. Aber es war echt ein schöner Tag heute in der Stadt. Wir haben coole Sachen gekauft. Also ich bin echt froh, was wir alles gekauft haben. Und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die Schule, weil jetzt kann ich meine ganzen Sachen anziehen, die ich neu gekauft habe. Und es ist ein ganz anderer Vibe, wenn man dann in die Schule geht. Weil man fühlt sich einfach, keine Ahnung, wohler und besser, weil man einfach weiß, dass man cool aussieht. Und genau. Lotti geht dann jetzt auch nach Hause und dann werde ich noch ein Haul machen zu Hause und euch zeigen, was ich alles gekauft habe. So Leute, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause und ich muss sagen, es war heute echt ein schöner Shopping-Tag, auch mit der Lotti. Aber die musste jetzt leider schon nach Hause gehen, ich werde sie jetzt leider echt vermissen. Aber wir werden uns sicher bald wiedersehen. Und wir haben auch solche süßen Fotos gemacht, die wollte ich euch zeigen, weil die habt ihr ja vorhin nur schnell gesehen. Die sind auch wirklich super süß geworden und das war auch echt lustig, wie wir die gemacht haben. Für mich ist so Back-to-School-Shopping ja auch Schulsachen, so ein paar Stifte oder Federpenal oder Trinkflaschen. Aber für mich ist auch Back-to-School-Shopping auch so ein bisschen Kleidung und ein paar neue Outfits, weil es auch wieder ein bisschen den Vibe gibt und es ist ja auch bald Herbst, deswegen passt das auch. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich gekauft habe. Und ich beginne jetzt auch gleich mit der Kleidung. Und zwar als erstes habe ich mir einen so schönen Trenchcoat geholt. Der ist wirklich so cool. So sieht er aus. Der ist so beige. Ich ziehe ihn kurz für euch an. Der matcht vielleicht jetzt nicht so gut zum Outfit, aber ich finde den so schön und für den Herbst über das Outfit gibt es so ein bisschen noch so einen kleinen Touch und ich fühle mich auch so ein bisschen wie Caroline, weil die hat den immer in Gelb angezogen und ich finde den einfach so schön, ich liebe den. Dann habe ich mir auch noch einen süßen Pulli geholt und zwar, ich bin gerade irgendwie total im Streifenfieber, wie man auch bei meinem Pulli jetzt sehen kann, ich habe immer Streifen an und zwar wieder Streifen und der ist auch so süß und mit dem Trenchcoat sieht er auch urcool aus. Und dann habe ich dazu auch noch einen Rock geholt, der auch wirklich dazu matcht. Also das ist so süß. Und das seht ihr vielleicht, das Outfit hatte ich jetzt auch schon in meinem kleinen Short an, was ich gerade gedreht, also was ich gerade hochgeladen habe. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und da hatte ich das Outfit an und das sieht so süß aus. Ich liebe das Outfit. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Gossip Girl, weil es irgendwie auch, die haben das auch so getragen und ich finde das einfach so schön, diesen Style. Dann habe ich auch noch so für Schuhe und so solche Legwarmer gekauft und die sind so angenehm und weich. Ich liebe die und die hatte ich auch, die hat man auch manchmal im Ballett an. Es gibt ja auch so ein bisschen Ballett-Feeling, aber die sehen einfach so gemütlich aus und man glaubt einfach, dass man ganz lange Schuhe anhat und es ist einfach so angenehm, weil es ist so warm in denen. Und die sind so schön. In so einem schönen Beige, auch natürlich matching zu meinen Herbst-Outfits, die ich jetzt gekauft habe. Einfach echt schön. Dann habe ich noch einen Streifenpulli gekauft. Und zwar diesen schönen hier. Der ist so ein bisschen länger, das ist ein bisschen so wie ein Kleid. Aber auch echt gemütlich für zu Hause oder auch für die Schule. Ich finde den echt schön. Und dazu habe ich auch so eine Leggings geholt, da kann man das natürlich auch mit dem Rock anziehen, aber die ist so ähnlich wie der Rock,
Die sieht nur jetzt ein bisschen komisch aus, aber wenn ich die anhabe, dann sieht die natürlich besser aus. Auf jeden Fall ist die auch in so einem Material und da ist es echt auch warm drin. Und das da zusammen, das sieht so schön aus. Ich liebe das Outfit. Dann so ein Must-Have ist eine Jeanshose. Die habe ich mir auch wieder geholt, weil ich bin aus allen meinen rausgewachsen. Und einfach mal wieder eine, die mir passt. Und zwar, die hat so, ich finde die so schön, weil die ist auch ein bisschen weiter. Und angezogen sieht sie einfach echt schön aus. Und sie hat so ein bisschen Gelbstich drinnen. Und ich finde auch hier die Nähte einfach urschön, weil hinten bei den Taschen gibt es da so ausgefranste Nähte. Und ich finde das so schön, weil es sind so kleine Details, auf die man einfach achtet. Die sind so schön. Ja, und ich freue mich auch schon wieder, die anzuziehen, damit es wieder schön warm ist für die Schule. Genau. So, dann habe ich mir noch einen Rock geholt. Und zwar so einen beigen Jeansrock. Ich finde den so schön, das gibt mir einfach so eine amerikanische Schule, weil die haben auch immer so Uniformen und da gibt es auch immer solche Röcke. Und ich finde die einfach echt schön, weil die haben irgendwie so schöne Falten und die liegen dann auch so toll. Und auch so ein süßer Gürtel und ich finde das matcht einfach auch mit den Pullis, die ich mir gekauft habe, einfach perfekt. Und dann habe ich mir noch eine gefütterte Jacke geholt und zwar so eine schwarze. Ich finde die urschön angezogen, sieht natürlich auch bombastisch aus. Die ist echt schön, einfach so schwarz, das passt immer dazu. Und mit der Jeanshose passt es auch perfekt. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich mir Sachen hole, die natürlich auch mit meinen anderen Sachen passen, damit ich immer so ein bisschen kombinieren kann. Und genau, Leute, das war es mit den Anziehsachen. Und jetzt geht es weiter mit den Nicht-Anziehsachen, sondern eher so Schulsachen oder so für mein Zimmer. Und da bin ich echt gespannt, weil da sind echt coole Sachen dabei. Und zwar einmal, ich beginne jetzt einfach mit meinem Federpenal. Das ist auch zu meiner Schultasche. Also ich habe mal wieder meinen Kränken. Ich glaube, den habe ich jetzt schon seit 4-5 Jahren. Und der haltet einfach immer noch und der sieht auch noch immer so schön aus. Und ich habe mir übrigens auch eine neue Flasche bestellt von Lululemon. Ich finde die so schön mit der Farbe. Und die passt auch perfekt zu meinem Rucksack. Und passend dazu habe ich mir auch einen Federpenal geholt. Und da drinnen habe ich mir auch noch neue Sachen geholt. Und zwar, wir haben ja auch neue Babykatzen. Warte, ich hole schnell eine. So, ich habe jetzt eine Babykatze hier. Und zwar die schöne Fellkatze, die ist so süß. Schaut sie euch an. Ja, Schatzi. Ja, okay, jetzt mag sie runter. Ich gebe sie mal runter. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, Matching zu meiner Katze, weil wir neue Babykatzen haben, habe ich mir ganz viele Sachen mit Katzenpfoten geholt. Und ich finde die so süß. Einmal so ein Kleberstick. So ein Klebroller. Dann habe ich mir einmal einen Stift geholt mit so einer Babykatze drauf. Die ist so süß. Und in der Schule erinnert mich das dann natürlich auch immer meine Babykatze. Und dann freue ich mich immer. Dann habe ich mir so eine Schere geholt. Die ist urlustig. Ich frage mich, wie die funktioniert. Auch mit einer Katzenpfote natürlich drauf. Dann habe ich mir einen Tippex geholt. Dann habe ich mir einen Stift mit wieder einer Katze drauf. Und dann habe ich mir noch einen Katzenspitzer geholt. Das ist so eine Katzenpfote. Und dann habe ich mir noch ein Katzenlineal geholt. Alles so im gleichen Stil. Und ich habe noch eine Schere hier drinnen. Auch matching zu meinem Federpenal. Die war aber schon länger hier drin. Und ich mag euch das jetzt noch einmal hier so zeigen, weil das sieht so süß aus zusammen. Dann habe ich mir eine neue Geldbörse geholt und zwar mit so Herzchen drauf. Und zwar, ich wollte das jetzt so machen und zwar, diese Geldbörse bleibt immer in meinem Rucksack, in meiner Schultasche, weil dann manchmal vergesse ich nämlich mein Geld, wenn ich mir Jause oder so kaufen will und dann habe ich die immer in meiner Schultasche. Und meine eben bleibt immer in meiner Tasche, wenn ich tanzen oder so habe. Und genau, ich finde die so süß. Dann habe ich mir einen Tischkalender geholt. Der ist urpraktisch. Und zwar ist das einfach so ein, wie so ein Bild. Aber da ist halt ein Kalender drauf. Und da hinten gibt es dann so Sticker, einen Stift, wo man dann alles wieder wegwischen kann. Für jede Woche neu. Und das ist so praktisch. Und das hat man einfach auf seinem Tisch. Und übrigens, Leute, bei unserem Shop gibt es wieder neue Kalender von Ilias Welt. Also schaut da gerne mal vorbei. Hallo, Schatzi! Also,
den werde ich, glaube ich, echt brauchen. Dann kann ich mich auch besser orientieren, wenn ich Schularbeiten habe und wie ich dann lerne. Also das ist sehr praktisch. So Leute, und jetzt habe ich noch was für mein Zimmer gekauft. Und zwar, ich muss jetzt auch wieder bald in den Herbst mit meinem Zimmer umsteigen, weil es ist noch ziemlich sommerlich. Das Bild zum Beispiel, da male ich wieder ein neues. Und das hier ist der erste Schritt. Und zwar habe ich mir einen Teppich geholt. Und der ist so süß. Da steht Love Yourself drauf. Und das erinnert mich ein bisschen an so ein Lebkuchenherzen. Ich finde den so süß. Und ich glaube, der kommt in meinen Kasten. Dann habe ich immer die Motivation, wenn ich so reingehe und da steht so Love Yourself. Und es ist so süß mit so einem süßen Rosaton. Einfach echt schön. Das ist meine Schultasche. Du süßes Schatzi. Machen wir weiter. Und zwar habe ich mir noch was weiteres für mein Zimmer geholt. Und zwar, glaube ich, für meinen Schreibtisch. Und zwar ist es etwas aus Glas. Also das ist so ein... Wie sagt man das? Was ist das eigentlich? Also das ist ein Glas mit einem Krug. Und den hat man halt immer so. Also es sieht einfach aus wie so eine Wasserflasche. Und wenn das so auf dem Schreibtisch steht, ist da halt immer Wasser drin und man kann dann immer das Glas nehmen und einfach trinken. Und wenn man dann fertig ist, kann man es einfach wieder draufgeben. Das heißt, das Wasser wird auch nicht irgendwie, wenn es Mineralwasser ist, wird es auch nicht irgendwie ausgeraucht. Also das ist echt praktisch und ich finde das Muster so schön. Das erinnert mich ein bisschen so an Da Vinci und keine Ahnung. Ich finde das Muster einfach echt schön. Mond, Sonne, Sterne. Auch wieder so an Winter und Herbst, weil es wird ja wieder früher dunkel. Okay, also das ist jetzt nicht Glas, aber das ist Keramik. Und zwar ist es ein Räucherstäbchenbehälter. Und zwar auch wieder ein Mond, also passend zu meinem Krug und Glas in einem. Und dann habe ich mir noch was gekauft. Das ist so eine Glaskugel, also soll es darstellen, mit so urschönen Zeichnungen drauf. So ein Auge mit so orangenen Sachen. Und ich finde das urherbstlich, deswegen musste das auch mit. Oh mein Gott, also ich freue mich wirklich über diese ganzen Sachen und ich bin auch echt dankbar. Und genau, Leute, das war es auch mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. So ganz viele Bussis und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und sagt mir auf jeden Fall in die Community oder auf Insta oder einfach hier in den Live-Chat, wie ihr die ganzen Sachen findet. Also, Bussi, Baba! Nicht meine Haare. Schau mal.